Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Railroad. Dieses Mal mit einer Community-Map, die es aktuell auf dem Discord-Server gibt. Und die nennt sich Ghent in 2021, die Morning Shift. Und ihr seht schon, da ist einiges los und ist auch eine große Map. Von der Komplexität geht's noch. Es gibt noch viel schlimmere, wie die London Crosslink ist jetzt heute gerade rausgekommen. Aber ich werde mal mit euch das durchspielen und ich versuche nicht in die Pause zu gehen. Sprich, das Mindeste ist normale Geschwindigkeit. Bei den Zügen würden wir es auch nicht einfach so anhalten. Wir haben es jetzt kurz vor 6 und der erste Zug kommt auch hier aus dem Ghent Railway Yard raus. Und ich würde sagen, den nehmen wir jetzt gerade mal an. Machen hier schon mal Auto-Accept und der will auf Plattform 7 rein. Dann machen wir gerade schon mal den Fahrweg für Plattform 7. So. Da werden wir jetzt das Overview-Panel da unten ganz oft brauchen, weil hier werden viele Züge unterwegs sein. Insgesamt müssen wir 33 Züge abfertigen. Jetzt in der Morning Shift. So, lass mal ein bisschen noch vorspulen, bis der nächste kommt. So, dann haben wir hier noch einen. Antwerpen, wo ist der? Der will nach Damport 1. Gehen wir eben schon mal den Fahrweg dahin. Danach wieder nach Ghent Brugge 1. Und dann will er hier auf Plattform 4. Das heißt, bis hierhin gebe ich es ihm frei. Wobei ich glaube jetzt nicht, dass jetzt da noch ein anderer Zug kommen wird. Gehen wir es ihm mal. Das soll er hier so fahren. Auf Plattform 4. Okay. Schaut doch gut aus. Perfekt. Gut. Oh, scheiße. Ich habe das erste Signal nicht freigegeben. Da kommt er natürlich nicht weit. Okay. Der fährt hier ein. Wie lange bleibt der stehen? 2 Minuten bleibt der stehen. Okay, passt. Lass mal ein bisschen schneller. Da haben wir schon den nächsten an Intercity. Da kommt von Brüssel und will auf Plattform 10. Das gehen wir eben doch auch gerade mal. Dann kommt der doch mal reinfahren. Okay. Sind schon bei 3 Züge auf der Karte. Ein bisschen weiter vorspulen. Stop that station. Wo willst du denn hin? Du bist nach Merlebecke 2. Wo ist denn das? Star. Okay. Erst aber erst um 5 nach ab. Das heißt, ich gebe dir aber schon mal eine Fahrstraße. Da. Da. Ach, da. So weit will ich nicht machen, damit ich andere Züge nicht blockiere. Aber vorerst haben wir ja nichts da. So. Er kommt aus Brugge, will nach Drongen 1. Was für ein Name. Und dann will er auf Plattform 2. Dann schicke ich da oben auf Plattform 2 rein. Okay. Sieht doch gut aus. Oben ist auch noch alles cool. Alles klar. Übrigens, die Qualität der Videos soll sich jetzt mit dem 4K wesentlich verbessern und ich tue sie jetzt auch anders rendern, sprich auch die DS 2021 Videos werden viel, viel schärfer werden, weil die anderen waren nicht so geil auf YouTube. Ich weiß nicht, warum YouTube das so super komprimieren tut. Aber die 4K Videos schauen jetzt schlecht aus. Ich habe es jetzt noch in meiner anderen Variante gerendert, dauert fast doppelt so lang, aber sieht viel, viel, viel besser aus. Also da könnt ihr euch schon mal auf das freuen. So, der will nach der Pinte 3 im Anschluss um 6 nach. Das ist hier unten. Okay. Passt. Das heißt, der fährt dann hier so runter. Können wir das eigentlich schon mal geben? Das heißt, hier in den Tunnel rein. An Plattform 3. Okay. Der fährt ein, der fährt dann. Also jetzt gleich los. Der steht hier oben. Okay. Nice. Dann mal ein bisschen weiter vorspulen hier. Oh, da haben wir jetzt gerade wieder 2 Intercities.
Hier machen wir bitte mal Auto-Accept. Der will auf Plattform 2 einfahren und dann auf Plattform 9, das ist hier unten. Das heißt, dich schickt man hier rauf und dann Plattform 9. Da ist jetzt eine 1, ne? Weil er den Fahrweg nicht stellen kann, weil er jetzt gerade blockiert ist von dem. Aber wenn er rausfährt, stellt sich der Fahrweg. So, dann haben wir hier noch einen. Wir machen auch mal Auto Accept und er will nach Deinze Plattform 2. Das ist hier oben. Und danach will er auf Plattform 4. Das geht wir mal bis dahin. Man könnte natürlich mal sagen, nur Bahnhof bis Bahnhof, ne? So. Ich glaube, das sollte sich jetzt das so nicht im Weg haben. Der da oben fährt auch weiter. Der fährt nach Merlebecke Plattform 2. Ich muss schon sagen, macht schon Spaß auf so einer Map. Ich glaube, selber könnte ich es nicht machen, so kreativ bin ich dann auch wieder nicht. Aber wir werden natürlich an unserer anderen Map ein bisschen weiterbauen. Oder vielleicht auch mal eine komplette Custom-Map machen. Jetzt muss ich mal schauen. Der hier will um 6.14 da ankommen. Du fährst erst um 9 nach. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, wir lassen vielleicht den als erstes reinfahren. Schauen wir mal von der Geschwindigkeit her. So eine Minute fährt er ab. Wen lasse ich jetzt zuerst fahren? Ich glaube den Intercity. Wann wirst du da ankommen? Um 14 nach. Okay, weißt du was? Dann wirst du jetzt hier warten, bis der rausgefahren ist. Weil dann geht sich das locker aus mit 14 nach, bis der da rausgefahren ist und dass er dann da reingefahren ist. So, der ist auch schon mal da unten. Der ist jetzt hier gleich Plattform 2 und danach wieder nach Melle 1. Das heißt, den schalten wir schon mal. Und nach Gontrude 1, das ist hier unten. Und zu Gerardsbergen Plattform 2. Das heißt, um den müssen wir uns erstmal nicht mehr kümmern. Und da kommt jetzt erstmal nichts im Weg, sprich, das können wir es blockiert lassen. Waiting to enter station, das ist schon der nächste. Ach, der ist direkt hier spawned, okay. Da werden dann auch noch Merlebecke Plattform 2. Der fährt jetzt weg und du bist dann auf Plattform 2. Das heißt, die schicken wir dann hier rauf. Hier rauf. An Plattform 2. Das wird sich dann stellen, sobald der weg ist. Hätte man das. Bleibt er da stehen? Nein, der fährt da einfach nur durch. Okay. Der kommt von da oben jetzt auch runter. Stop that signal. Achso, ja, der da. Tja, müssen wir schauen, dass wir mit so wenig Verspätungen machen, wie es nur geht. Dann kriegen wir mehr Punkte. So. Jetzt haben wir aber zwei mit Stop Dead Signal. Achso, er da unten ist noch, den habe ich jetzt gerade übersehen. Du bist wohin? Die Pinte 4. Gib mir dich mal da hin. Und da will er. 1C4 und die Pinte 4. Anschluss. Okay. Ja, jetzt könnte es dann langsam hektisch werden. Was ist mit dir da oben? Du wirst nach Merlebecke 4 dann. Okay. Dem. Und fährt der ab um 19 nach. Da bleibt er erstmal noch stehen. Um 12 nach fährt der da unten weg. Ja, du bist aber langsam, Büb. Was? Ja, erstmal lief mir laut vor. Okay, das ist jetzt mal neu.
Ist übrigens die Unlocked-Version, die ich jetzt gerade spiele, die habe ich vom Entwickler gekriegt. Einerseits zum Test und um euch auch die Features zu zeigen, sprich, da sind keine Demo-Limitations mit drin. Ihr kriegt es dann natürlich mit Early Access, wenn es dann im Juni dann rauskommt. Beziehungsweise spielt halt die Demo, aber die kann schon recht viel. Und geht's auf alle Fälle auf den Discord, da ist ganz schön viel los und helft's denen. Ihr könnt auch bei der Übersetzung helfen, mache ich auch schon. Und dann wird das eine coole Sache. Cool. 12 nach, der fährt jetzt dann gerade los. Der macht seine Reise da. So, der fährt jetzt ab. Der nächste ist der da, der will noch Brüssel 1. Das kann ich dir auch schon mal geben. Okay, und du willst danach ins Railway Yard reinfahren, das kann ich dir auch schon mal geben. Der fährt hier runter. Ich frag mich, ob ich den jetzt nicht überholen lasse. Aber das geht nicht, wegen dem Signal hier. Du bist wirklich auf Plattform 4, ja, dann muss jetzt aber hier warten. Der Pinte auf 617. Und du bist danach auf Plattform 7, sprich, wenn der vorbei ist, fährst du mir hier rauf, hier rein und dann auf Plattform 7. Ist das dann dein endgültiger Halt? Ne, du bist dann ins Railway Yard, okay. Ja, der Waiting to enter station. Auch mal. Wo ist der? Der ist hier. Der will nach Plattform 2, Wettern 2 und knapp rechts Plattform 2. Bis dahin stelle ich mal den Fahrweg. Der fährt hier runter. Stop the signal. Ja, das ist der eine Intercity da. Okay, wir haben es jetzt 6.13. Das heißt, der nächste, der hier wegfährt, ist der da. Der kann uns aber egal sein. Aber du nicht. Der will noch dein C1 dann fahren. Und du fährst um 16 nach weg, also in 2 Minuten. Bleibt der da stehen? Ne, der fährt einfach durch. Sprich, wir lassen erstmal den Intercity dann fahren. Und dann stellen wir den Fahrweg für den, dass der da hier oben rauffahren kann. So, mein Plan erstmal. Okay. Du bist dann nach Merlebecke Plattform 4 im 6.19. Bis Plattform 4 ist da ganz oben. Gebe ich die mal bis dahin. Und der Intercity will dann nach Melle 1, also wo der jetzt gerade steht. Das können wir schon mal vorplanen. Und dann fährt der nach da oben. Okay. Der Intercity sollte jetzt gerade jeden Moment losfahren. Oder auch. Dann kann man für den schon mal den Fahrweg stellen. Also der will nach dein C. 1 und dann Kotrik 1. Pass. Dann brauchen wir uns um dem erstmal nicht mehr kümmern. Und der, wenn er bei der Pinte durch ist, will er auf Plattform 5. Das ist hier oben. Okay. Das könnte man eigentlich schon mal vorbereiten. Das heißt, der fährt dann auch hierhin, hierhin. Plattform 5 sollte dann eigentlich stellen. Okay. Gut, gut, gut. Noch einer. Waiting to enter station. Da machen wir auch Auto-Accept. Der will nach Plattform 11. Gebe ich ihm auch schon mal. Gut. Auft. Wann willst du eigentlich da ankommen?
Als 6,17. Naja, das wird gerade noch. Der sollte jetzt hier auch gleich umschalten. Auf grün. Ja, perfekt. Der steht da oben. Und du bist ja dann noch da oben. Das heißt, dir stelle ich das schon mal. Da oben, dann Wettern 1 und Schellbell 1. Dann du Aas, das ist hier runter. Da warten wir mal, bis er da ist, weil vielleicht kommt hier noch mein Zug rein. Okay. 23 um 17, ah, der fährt jetzt gerade ab. Und der gleich als nächstes. Hier unten müssen wir uns nett machen. Der ist jetzt gerade im Tunnel drin. Ja, passt. Hier oben ist auch nichts los. Können wir gerade mal ein bisschen vorspulen. Stop that signal. Welche denn? Ach so, ja, wegen der Fahrstraße hier. Und dann schicken dich ja danach nach Brüssel. Sudele. Ein bisschen vorspulen hier. Stop that signal. So, der will nach Gendempert 1, Gentbridge 1 und dann will er dann hier in den Hauptbahnhof reinfahren. Für einer, stop that signal, der will auf Plattform 2 und dann auf Plattform 10 hier runter. Ist auch schon mal. Waiting to enter station, noch so einer. Der will nach die Pinte Plattform 2. Sollst du haben. Ja, jetzt wird schon stressig. Wo fährst denn du danach hin? Du wirst dann da rüberfahren. Okay. 5 Minuten. Und du bitte einmal umdrehen, weil du fährst ja dann ins Railway Yard rein. Okay. Was machen die da? Die haben kein Problem erstmal. Der will nach Quadrecht auf Melle Plattform 2, das kann ich ihm schon mal geben. Okay, doki. Gut. Geben wir dem schon mal ein bisschen Spiel hier. Okay. Wenn der dann reingefahren ist, fahrst du mir hier hin und dann hier hin. Dann schauen wir weiter. Die Railway Yard, das heißt, der fährt jetzt dann gleich mal ab. Wann bist du ankommen? 24. Er will im Railway Yard sein um 16:26. Gut, dann warten, bis der da durch ist. Gut, der ist auch noch interessant. Stopped at Signal. Welche denn? Wo denn? Ach so. Du bist nach. Ah, ne, alt. Scheiße. Du bist nach Melle 1. Wo ist denn das? Ach doch, da hinten. War schon richtig. Becke 4 und Melle 1. So, dem geht es da oben auch noch gut. Okay, boah, scheiße, jetzt wird es stressig. Okay, der ist da oben, der will hier auf Plattform 2 und dann auf Plattform 2. Jetzt.
Waiting to enter station. Lichtfelde, wo ist denn das? Plattform 1. Da ist jetzt aber der Intercity unterwegs. Das wird nix. Da warten. So, der Intercity fährt jetzt da ein. Er will dann dahin. Ist es gestellt. Und um 5 nach fährt er nach Drongen. Plattform 3. Könnte man dir schon mal geben. Und nach Plattform 3 fährst du die Brücke. Die Brücke. Keine Ahnung, was da spielt auf Plattform 3. Gut. Dann interessiert uns der auch schon nicht mehr. Der da oben, der macht das. Und dich können wir dann. Deliver to us, Plattform 1. Geben wir dir das schon mal. Dann wäre der schon mal weg. Okay. Das passt auch, der fährt jetzt da raus, der fährt nach Brüssel da. Okay, wo fährst du im Anschluss hin? Nach Gentbrügge 2, das ist glaube ich da oben, ja genau, der fährt dann wieder darauf. Alles klar. Eine Minute will der Intercity da wegfahren. Wann wirst du ankommen? Um 28. Du hast zuerst den Intercity raus. Ah, da haben wir schon den nächsten. Du willst auf Plattform 2 einfahren und dann Plattform 9. Ich dann dahin. Dass du dann da runterfahren kannst. Okay. Der fährt rauf, sonst haben wir jetzt hier nichts. Da wird dann gleich ein Zug kommen. Dem geht's auch erstmal gut. Der steht da, der kommt jetzt rein. Der steht da. Lauft. Gut, ein bisschen mal vorspulen hier. Waiting to enter station, den kann man da nicht. Was ist das für einer? Bist du? Du bist auf Plattform 2 ankommen. Bleibst dann erstmal stehen und dann nach Wetteren. Da fährt er durch. Hätten wir das schon mal gestellt. Okay. Du bist dann auf Plattform 10. Nach Plattform 10 fährst du nach Brüssel. Okay. Der wird gleich losfahren. So, jetzt ist der noch reinkommen, der da, der will auf Plattform 5. Da unten. Und die Pinte 4. Okay. Hier? Wieso fährst du noch nicht? Putz das raus. Du fährst auf Plattform 9 dann ein. Okay. Ach so, wegen dem. Ah. Machen wir das anders. Du fährst so und so. Mein Fehler. Okay. 33 vor der nach rechts. Der Brüssel, genau. So. Du willst auf Plattform 8 ankommen. Das heißt, wir machen das dann so. Ja, wie machen wir das? So. Okay,
Der ist recht langsam unterwegs. Okay, stop that signal. Was, wo denn? So. Dann kann der da erstmal fahren. Bist du? Stop that signal, du bist auf Plattform 5. Rein, du bist auf hier rein und du fährst dann hier rauf. Okay, wo haben wir noch ein Stop that signal? Hier unten, der will auf Plattform 11 reinfahren. Das ist jetzt der hier. Das nehme ich dir jetzt mal kurz weg. Dann kannst du da reinfahren. Du bist auf Plattform 9 rein. Okay. 16:31 will der nach Brüssel. Das tue ich schon mal vorprogrammieren. Gut. Der fährt ein. Das passt hier unten auch. So, du bist nach meine 1 und danach gerade rechts da oben. Wetterin 1. Stelle und dann will er da gerade ausfahren. Okay. Du bist nach Eist 1. Kannst du haben. So, dem müssen wir auch weitergeben. Der will hier auf Plattform 3 einfahren. Bis dahin können wir es jetzt mal geben und will dann auf Plattform 3 auch einfahren. Mal bis hier unten hin. Okay, das passt alles. Das passt. Ah, ist hektisch hier. Gut, wäre vermutlich in echt ja nicht viel anders, ne? Gut. Perfekt. Jetzt gibt's erstmal einen Schluck Kaffee, wenn wir hier den Bahnhof beobachten. Mensch, wieder die halbe Stunde. So, schauen wir mal. Der fährt dann nach Brüssel. Der fährt dann nach Merlebecke 2. Da oben. 16:30. Das, der fährt jetzt als nächstes ab. Um 6:30, 4:30. Na, wie lange ist denn der? Fährt nur 40. Wachzug oder was? Die sind hier auch alle glücklich. So, der will dann hier auf Plattform 1 und dann schicken wir mal bis hier hin. Der will noch gehen Damport, Plattform 2 dann. Dann will er nach Antwerpen fahren. Soll er das machen? Gut. Ja, bis jetzt haben wir noch keine Verspätung drin. So. Mal hier schon mal schauen, um 34 fährt der nach Merlebecke 2. Schicke ich hier oben hier rein und dann will er auf die Plattform 2. Okay, der fährt nach die Pinte 3 um 6:30. Ich kann ich schon mal losschicken, die Pinte 3 bis dahin.
Wahnsinn, noch so viele Züge, ey. Vorspulen. Du bist dann hier. Da links. Ah, da haben wir noch einen. Plattform 1 und dann will er auf Plattform 4. Kriegst du. Ja, wieder so langsamer. So, denen geht's hier auch noch gut. Passt. Gut, dann können wir noch ein bisschen spulen. Der fährt jetzt auch schon los. So, du bleibst hier eine Minute stehen. Die Pitte 4. Also zumindest um 7:30 Uhr fährt der erst wieder weiter. In 2 Minuten. Könnte sich ausgehen, dass du da zuerst mal hier hinfährst. Bist du auf Gleis 8. Da, wo der jetzt gerade steht. Warte mal jetzt nur bis dahin. Also noch einer. Wo bist denn du hin? Auf Plattform 2. Dann Plattform 4. Sollst du haben. Bist du? Okay, du bist dann auf Plattform 2 und dann auf Melle 2. Und dann, cool. Eine Rede mit mir, du bist dann auf Merlebecke 1. Du fährst dann hier so weiter. Bis hierhin. Vorerst. So, der ist jetzt auch neu expand. Der will nach Merlebecke 2 dann fahren. Selber nach Brüssel und kannst nicht. Jetzt kannst du es aber. So, und du willst auf Plattform 3 einfahren. Kriegst du auch. Da unten müssen wir schauen. Wer schneller ist, der Intercity, bis er da ist, oder der, bis er losgefahren ist. Je nachdem schicke ich den anderen zuerst. Ach, scheiße, du bist ja auch weiterfahren. Nach Melle 2. Das heißt, das war jetzt ein Quatsch, den ich da gemacht habe. Bist du dann nach Merlebecke 1? Ja, das ist soweit richtig. Dann Plattform 6. Okay. Danach kommen Jane hier rein, bitte. Danke. Da haben wir noch ein Intercity. Will auf Plattform 1. Der checkt man dann auch bis hierhin. So. Der steht richtig. 39 fährt der los, der fährt um 38 los. Ist jetzt eh gleich. Und den schicken wir mal hier rauf. Da wird dann auch Merlebecke 2. Da haben wir das schon mal vorgeplant. Und der fährt nach Drangen 4. Und dann vermutlich Brutsch 4. Gebe ich dir auch schon mal. Dann interessiert mich der schon nicht mehr. Oh, das hat klappt. Der will dann auf Plattform 8 einfahren. Der ist auch neu. Der will dann auch nach Gentbrügge 2. Haben wir jetzt alle bedient erstmal, ne? Da oben auch. Jo. Schaut gut aus. Warum bleibst denn du hier stehen? Bis 39 fährst dann weiter. Okay.
Jut. Es ist stressig. So, Dead in the City will auf der Pinte 3. Dann dein C5. Und dann wieder nach der Krutjavik. Patrick. Plattform 2. Gut. Ich denke, das passt erstmal. Der fällt noch Drangen 4 später. 42 fährt der da oben ab. Okay. Oh, du stehst hier. L1. Und danach Kontrut, da unten will er hin. Und dann Plattform 2. Gut, damit man hier keinen Stau produzieren. Ob das Signal? Wo denn? Ach so. Ja, bei dir warten wir, bis der jetzt vorbeigefahren ist. Der will dann auf Plattform 5, das ist hier. Dann lasse ich dich hier einfahren auf Plattform 5. Gidoki. Zum 4er 50, also für, na, das mache ich noch nicht. Aber in 2 Minuten fährt der nach Gentbruck 2. Das der will dann hier rauf. Gendempo 2 und dann Antwerpen 2. Okay, und der kann dann mal hier runterfahren. Du bist ja vermutlich auch auf dem Hauptbahnhof. Ja, will er. Ich mal bis hierhin fahren schon mal. Der fährt auf Plattform 2 ein, das passt. Hier müssen wir jetzt wegen der Signalisierung schauen. So, und du bist zwar auf Plattform 1. Hey. Ja, ich glaube, ich mache das mal gar nicht so schlecht hier. Du bist auf Plattform 2. Und nach Plattform 2 bist du auch hier auf Plattform 2. Da steht aber gerade einer. Hier oben unter Plattform 2. Schon mal vorprogrammiert. Okay. Ich muss mal drehen, weil der will ins Railway Yard fahren. Der will dann nach Brüssel 1. Kriegt er schon mal. So, bei dir, du wirst dann auch noch Melle, ne, da, Melle 2, Melle Becke 1 und folgst dann hier so dem Weg bis hierhin und fast dem Intercity hier hinterher. Okay, der fährt auf Plattform 5 ein. 5 nach fährt hier der nächste Zug weg. Okay. Hier unten ist auch noch alles cool. Der will dann später auf Plattform 8 einfahren. Das gehen wir ihm auch hier bis dahin mal. Den haben wir auch schon fertig. Auch noch alles okay. So. Merlebecke 2, du bist dann nach Melle 1. Bis dann da nach oben fahren. Hätten wir das schon mal drin. Wunderbar, ich bin zufrieden bis jetzt. So, wenn der losgefahren ist, fährt der dann dahin.
Dann fährt der ab. Der, was macht der im Anschluss? Der fährt noch die Pinte 1. Da können wir erstmal warten. Okay. Jetzt momentan gerade mal nichts zu tun. Mal ein bisschen vorspulen hier. Da haben wir jetzt ein Stop Dead Signal. Achso, ja. Weil hier noch nicht frei ist. Aber jetzt. Okay. Dann kümmern wir uns gerade mal um den Intercity hier. Der will dann auf Plattform 4 einfahren. 6, 5, 4. Sobald es frei ist. Nice. Gut. Geht's mal weiter. Stop that signal. Weil der Intercity zuerst reinfahrt. Nee, für dich habe ich noch gar keinen Fahrweg gestellt. Du bist noch drücken 4. Heißt, dich lösche ich erstmal. Dann fährst du ins Railway Yard rein. Das war jetzt nicht ganz so schlau. Du wirst nach der Pinte dann fahren. Da haben wir schon den nächsten. Du bist hier auf Plattform 1. Und dann Plattform 10. Bis hierhin gebe ich es dir schon mal. Noch ein Intercity, der will hier auf dein C5. Und dann die Pinte 4. Das wäre dann das. Seid ihr hier alle noch glücklich? Ja. Okay. Abbahnhof ist jetzt gerade am interessantesten. So, du wirst auf Plattform 6 reinfahren. Der da hinten kommt langsam. Wie schnell fährt der eigentlich? 40. Langsam. Ja, wir dürfen nur schneller. Okay. Noch ein Schlückchen Kaffee. Alla, noch 21 Züge. Zum Abfertigen. So, wo will der dann hin? Der will Plattform 8. Das kann ich ihm, glaube ich, schon mal geben. Der will nach Gentbrook. Er ist erst um 2:50 ab. Ja, okay. Der fährt um 7:50. Die bleiben da erstmal länger stehen. Und da haben wir gerade zwei Intersitzen. Jetzt wird es hier echt voll. So, du bist dann 4 und Brookie 4. Das heißt, du interessierst uns dann nicht mehr. Und du willst auf Plattform 10 einfahren. Der fährt dann da durch. 10. Dann ist es schon mal gebunkt. Der fährt nach Brüssel. Sind auch alle glücklich. Nice, nice, nice. Ein bisschen vorspulen hier. Okay, mal gucken. Der will ins Jahr reinfahren um 1:50. Und der fährt um 2:50 ab. Sprich, den werden wir dann gleich stellen. So wie die Fahrstraße gelegt ist, stelle ich dann das noch. Nochmal hier kurz gucken. Ein Zug aufgetaucht oder so? Nee. Stop that signal. Ja, ich weiß.
Plattform 8. Okay, du willst dann ins Yard reinfahren. Nächste Abfahrt ist der. Der will hier wieder nach oben. Als nächstes fährt dann der ab. Hier warte ich aber noch. Ah, da unten haben wir jetzt noch einen, die Pinte 2. Und will dann auf Hauptbahnhof Gleis 4. Aber du bist ja wieder so langsamer da unten, ne? Der Intercity fährt um 3:50 ab. Erst nur 40. Ich glaube, vor dir lasse ich den Intercity rausfahren, wenn das so passt. Okay. So, und dem müssen wir uns noch kümmern, der will auf Plattform 6 dann einfahren. Dann wäre das schon mal vorprogrammiert. Der will dann nach Brüssel fahren. Und du willst dann später auch nach Brüssel fahren. Okay. Was der vorgestellt, der will auf die Pinte 3. Mach ich mal bis hierhin. Das wird jetzt hier noch spannend bei dem Kreuz. Vorspulen. Intercity. Ach der. Der wird nach Plattform 2 durchfahren. Wetterin 2, Kraft 2. Und will dann bis nach Plattform 2 hier hinfahren. Machen wir das. So, und der Intercity. Danach du Aalst fahren. Zwar 1. Werden wir jetzt auch schon mal stellen. Mal gucken. Der mit dem 7:50 hier durchfahren planmäßig und der 9:50, das passt. Okay. Da haben wir schon wieder den nächsten Intercity. Ach, wir haben Dampol 1, dann dahin, dann dahin. Und dann Hauptbahnhof. Dahin warten wir noch. Okay, 5:50. Fährt der nach Brüssel. Der fährt dann nach die Pinte 1. Der ist jetzt hier unten schon da. Du hast um 5 nach deine Abfahrt. Du um 7 nach. Das Ding kann man dich doch schon mal vorschicken. Bis hierhin. Gut. Ciao. Ob der Signal. Ach, der da unten. Wo bist du hin? Du bist auf Plattform 11. Kannst du haben. Der fährt jetzt auch ab. Und am 7:50 will der noch die Pinte 1. Kann man schon mal vorlegen. Pinte 1, warum eigentlich da unten? Wer weiß das schon? Der will dann im Anschluss 1 nach. Du bist ins Railway Yard fahren. Wann? Um 9:50 Uhr danach also. Das können wir aber schon mal vorlegen. Gut. Hier ist auch noch alles tutti. Aber bei dir nicht, weil du willst nach Antwerpen fahren. Dann ist der mir jetzt dann auch egal. Vorerst. Okay, mal ein bisschen vorspulen hier. Der will noch die Pinte 3. Kriegst du.
dann will der auf Plattform 1 rausfahren. Okay, der fährt jetzt hier auch schon mal los. Du kommst da unten um 5 nach an. Der fährt davor weg. Das dir gebe ich dann auch schon mal den Weg hier hin. Okay, und du bist dann nach Deinze 4. Und dahin. Kriegst du schon mal, mein Freund. Okay, der wird nach Drangen 4, der wird da nichts. Der steht richtig. Der fährt ins Railway, ja, du fährst dann nach Brüssel 1. Um 2 nach fährt der da auf Rücken 4 und dann 100 pro auch hier hin. Mal schauen mal. Ja, okay. Hätten wir das hier auch schon mal. Mal ein kleiner Crosscheck hier. Hier ist auch noch alles okay. Okay, nochmal wieder vorspulen. Ah, scheiße. Ich wollte ja nicht auf Stop. Stopped at Signal. Du bist auf Plattform 4. Lass mal den erstmal abfahren hier. Oder auch nicht. Lass mal dich zuerst fahren. Ins Yard musst du nicht so dringend rennen. Okay, Doki. Wird da nicht noch ein Zug kommen hier? C4. Mist, gerade irgendwie ein Zug. Der da drin. Ja, der ist da drin noch. Okidoki, Brüssel, drücken 4. Wo fährst denkst du danach hin? Du fährst dann nach oben weiter. Wird erstmal nichts Spannendes. Genau das dachte ich mir jetzt, dass sowas passieren wird. Aber Intercity, da vorfahren. Du willst dann auf Plattform 1 einfahren. Und danach zu Rundensee 2. Nächste. Aber zuerst der Intercity raus und dann wäre das auch erledigt. Der Intercity wiederum will auf Plattform 1, der will hier ganz nach oben. Können wir schon mal stellen, geht erstmal keinen Weg um. Dein Fahrweg kann ich auch schon mal vorprogrammieren. So, und der Intercity, der wird auf Plattform 5. Gebe ich dir schon mal. Der fährt ab, da ist sonst keiner. Okay. Nice. Mal ein bisschen schneller hier. Kümmern wir uns mal um den da. Der will dann nach Melle 2, Merlebeck 3. Und dann auf Plattform 7. Ob der Signal, wo denn? Wo willst du hin? Plattform 2, dann Plattform 1. Fährst du auch mal bis hier hin. Okay. Lass nochmal die Zeit ein bisschen schneller vergehen hier. Fällt mir überall sehr gut. Die müssen wir uns nicht kümmern. Wo will der dann da oben hinfahren?
Du fährst dann auch nach oben. Okay. Um 8 nach fährt der Weg. Noch 3, 4. Fährst du vorher ab? Nein. So, du bist dann nach da und dann da. Kriegst du auch schon mal. 11 nach. Auch 11 nach. Wenn der am 11 nachfahrt, dann ist eigentlich die Fahrstraße für den Arsch. Du nämlich abfährst am 11 nach. Fährst dann nach Antwerpen. Okay. Der steht da hinten. Lass mal ganz kurz diesen. Ja, das war jetzt gerade ein bisschen intensiver. So, 7 nach, 8 nach. Er fährt um 7 nach ab da. Rücken 3. Drangen, oder wie heißt das nochmal? Drangen. Bogen. Der ist jetzt auch schon abgefahren. Alter, du bist ja auch so langsam. Du bist aber so ein 40 km/h-Zug da. Dürften dann jetzt, glaube ich, eh die letzten sein. So. Die Richtung ist das der nächste und der fährt dann auf Drückgehen 3. Drangen 3 und dann Brütsch 3. Hätten wir das auch. Der ist weg. Dem danach die Fahrstraße stellen. So, du wirst später mal auf Plattform 7. Vielleicht auch runterlassen. Okay. Fast Forwarding mal hier. Okay, der will dann auch noch da oben um 15 nach. Du wirst dann später nochmal Antwerpen fahren. Gut. Stellen wir schon mal bis hier runter. Sonst müssen wir uns gerade um keinen kümmern. Sind eh schon die letzten Züge. Wo willst denn du danach hin? Railway Yard. Gehen wir schon mal. Die zwei sind gleich weg. Dann haben wir jetzt nur noch die da oben und den da. Hier ist ja nichts mehr. Die letzten Züge. Endspurt. So, du willst dann später mal auf Plattform 3. Und dann später mal ins Yard. Wärst du schon mal vorprogrammiert. So, und du bist nach Iglu. Du fährst dann dahin. Plattform 1 und dann Iglu. Gut, dann können wir jetzt eigentlich schnell vorlaufen lassen. Der fährt da unten ein. Dann hoffentlich ins Yard. Weiche. Jo. Ist da oben passt auch. Dann war's das. Schöne Map, muss ich sagen. Hat sich sehr gut gespielt. Da könnte man natürlich noch ein bisschen
andere Farblinien machen etc. Und ein bisschen ausdekorieren. Er meint ja auch, das ist noch ein Early State und wird da garantiert ein bisschen dran arbeiten. Aber coole Map, muss ich schon sagen. Gibt's wie gesagt auf Discord. Ansonsten, ja eben, geht's da durch bei Community Maps. Und lasst euch das runter. Ist gar nicht so schwer. Anleitung ist auch auf Discord zu sehen, wie man das macht. Das war's. Euer Feedback gerne in die Kommentare. Und bis zur nächsten Episode hier beim Let's Play. Tschüss.